Hallo, in diesem Lernvideo möchte ich dir erklären, was eine Legende ist und woran du sie erkennen kannst. Zunächst einmal zum Begriff. Ursprünglich meint Legende eine kurze religiöse Erzählung über Leben und Tod bzw. das Martyrium von Heiligen. Es kann aber auch sein, dass sich Legenden um berühmte Personen oder Dinge gebildet haben, beispielsweise Fußballlegenden. Man würde sagen zum Beispiel, mit diesem Tor ist er eine Legende geworden. Es kann aber auch sein, dass Legenden etwas Unwahres bezeichnen, zum Beispiel Jungen sind besser in Mathe als Mädchen. Du findest Legenden auch in den Erklärungen von Abbildungen auf einer Landkarte. All diese Dinge kann der Begriff Legende bezeichnen. Wir sprechen von der Textsorte. Welche Merkmale hat eine Legende? Sie hat einen wahren Kern, berichtet von vorbildhaften Ereignissen oder der Lebensgeschichte von Heiligen. Das ist ganz wichtig, denn das ist das, was die Legende abgrenzt. Nämlich die religiösen Elemente, die sie enthält. Damit können wir den Unterschied zwischen einer Sage und einer Legende festmachen, denn auch die Sage enthält einen wahren Kern und beruft sich auf wahre Orte und wahre Personen. Aber diese religiösen Elemente grenzen beide Textsorten voneinander ab. Das Ganze kannst du in unserem Text noch einmal ausführlicher nachlesen und mit Aufgaben vertiefen. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal.